Das ist das. Ja, das soll den Zick aus den Eier holen. Nein, 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 nein. Ja, soll noch eine. Toni, soll mal wegschauen. Bitte, Scheiße. Oi! Nächstes, der Downy braucht keinen Zeichen. Er will Downy zeichnen. Ein bisschen mehr. Bitte, bitte. Ah, der Berner. Ist das der Hofurlaubschein von der Super. Wie sind Sie das Gerichtsverhandlung, was er jetzt hat? Ja, der Karton, den habe ich noch reinstecken. Ja, und die haben schon mehr gezahlt. Und dann habe ich den Block da, die habe ich noch nie gehabt. Ich noch nie bei einer. Ja, stimmt. Ah, ja. Jetzt, wenn du das verzögerter werde, jetzt wo ich das Wort ergreifen, als Eisbahnmacher, möchte ich das Wort jetzt ergreifen und zurückbringen. Zuerst möchte ich mal meine Mauer herzlich gratulieren zu dem Essen in Gängermauer, in Louis, was mir so viel hilft habe. Möchte ich gratulieren zum Getränk, was du durstig bist, so wie ich. Also, ich bin Schneider. Der Saum möchte ich danke sagen allen zusammen, dass ich überhaupt keinmal sein bei so einem letzten Wetter und 25 Mann draußen waren und Damen. Gewaltige Sache, muss ich sagen, ich kann mich nur dazu gratulieren. Ja. Und jetzt möchte ich zu einen kleinen Rückblick bringen. Anfang habe ich am 26. noch fein verspritzt. Fünfmal haben wir sonst, das haben wir zwar mit Wetter wieder gegangen. Ja, ganz klar. Den 4., 5. haben wir dumm, ist mir gelungen. Die haben Petrus gezwungen. Haben wir das zustande gebracht und haben am 8., 12. haben wir als erstes Schießen gehabt. Und der Hirsch wird wissen, jetzt auch zugehört, hat er gesagt, Beine sind jetzt gut zusammen. Und jetzt müssen wir es machen, ist ja flott. Die Lehrer, der kämpft Berufsschaus. Am 13. war schon Schießen für die Lehrer zusammen, habe ich mir dann auch den Nachtschicht einlegen müssen. Dann halt ich durch. Aber es ist uns gelungen und eine flotte Sache. Gell? Ja, ganz klar. Nachtarbeit. Wir haben heute das 9. Schießen zusammengebracht. Tolle Sache, ich möchte gratulieren. Obwohl es eine schwere Geburt ist, dass du alles zusammenbringst. In kleiner war da die Zeit und jetzt, da fangen wir es. Ist eine lebendige Zeit. Nicht? Ist ganz klar. Nicht? Na, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema zurück. Jetzt können wir Dankesworte, ganz ein paar kleine. Für Wein, Schnaps und Sekt möchte ich mich bedanken. Beim Windenarbeit, der hat einen Haufen gebracht. Der Feichtinger Bett ist noch, das werden wir noch nachholen. Noch. Der Quaxi, gell? Und der Reine möchte ich auch bedanken, haben wir so einen Haufen Bier zu mit der Quaxi. Versteckt, ist wurscht, weiterleitet bitte. Schlaf ja, beim Profi. Besonderer Dank gilt auch. Statt dem Fahrer. Den Berger Brunner hat über 20 Barl Würstel gespendet mit Gebäck. Das Getränk haben wir dazu ausgeschossen. Ganz klar, recht herzliches Dankeschön. Aber ja, passt. Ja, es ist nicht so einfach, hier den Aufnahmen. Wir haben einen Haufen mitgebracht die ganze Saison, ne? Ein besonderes Dankeschön für Glühwein, Punsch, sowie D und Frankfurter Punsch, und das war am 30. unseren Herrn Gostrot hat uns gerade alles gespendet. Gell? Und beim Kindergarten einschießen, was wir das erste Mal gemacht haben, hat er D und Frankfurter gespendet. Und eine große Unterstützung, darf ich sagen, der Quaxi, Firma Aschbacher, Volker Quaxi, gell? Der hat 50 Euro gespendet für das. Und ich glaube, das ist gut angekommen, das war ein Liebesach, mit dem wir nicht umsonst, es kommt wieder nach, es wieder nach. In dem Fall. Dankeschön. Ja. Aber. Das können wir für was anderes noch wieder. Mich gefreut es, dass so viele neue Schützen wieder dazukommen. Das ist ja besonders gut. Und da möchte ich jetzt besonders begrüßen unseren Andi mit Freunden. Oh. Oh. Und Frau ist mir egal. Was Freund ist, kann eine Frau werden, bitteschön. Ehemalige Freundin, jetzige Frau, genau. Ja, das ist ganz logisch. Ne? Und was ich noch möchte dazu, unser Herr Pfarrer, der Harry. Gell? Jetzt möchte ich aber, er ist ja halber Schari, bitte. Gell? Ja, das ist ja so, die Menschen auch. Dein Name ist so flott dabei, danke vielmals, dass du nicht her. Gut, dass du die Zeit hast genommen und so gut Einschutz bist.
Dankeschön. Bravo. Jetzt kommen jetzt andere Sachen, ja. Das ist ja dazu. Also gut, die Eisbau. Eis ist wurscht, aber dass wir alles so gut messen, dass wir gutes Licht haben und alles haben, dass alles so funktioniert. Da möchte ich mich. Nachträglich, der Klaus ist jetzt verschwunden oder wo auch immer, hat er schon recht mehr. Sehr gut. Lieber Klaus. Klaus, noch einmal recht, ich habe es von Öffnung geschickt, ich habe gesagt, aber ich muss es trotzdem wiederholen, weil es so viel. Du hast die Lampen tausends weitergebracht, dann hast du mir die Haltung gebracht zum Messen, das ist jetzt, gell? Das ist, danke nochmal für das, dass du es da hast. Gell? Ah, Klaus! Da habe ich noch dazu, dass ich mal anzeigen, weil die Leute aber so viel fallen. Gell? Jetzt muss ich das dazu erwähnen, da möchte ich bei meinem Klingelrecht herzlich bedanken, dass du hast die vier neue Tafeln gebraucht, dass wir da alles hin, dass alles geflogen sehen, dass alles so hinhaut. Dankeschön. Danke möchte ich meinen Betsy, unseren. Für die Montage und vor allem, was wichtig ist, er stellt mir ihre eine Aufforderung, kommt dazu, hilft mir putzen, alles dann, was irgendwas anfällt. Recht herzlich Dankeschön, so ist es, gell? Das ist was, gell? Was passiert, gell? Leider ist ein Problem. Wo ist unser Wuffi, der alte Buffi? Nein, wo ist er denn? Trotzdem Dankeschön, weiterleiten und ja dann nicht streiten, das wird der Furke, nicht? Für die ganze Schleiderei und alles, was da schauft, irgendwas ist, herrichten, fürs Tafeleischiss, was nicht zustande kommt, der liebe Wettergott hat noch nicht gefühlt, da hat der Einfluss von Quaxi gehabt, haben wir da schneiden lassen, ja? Ja? Hallo Wuffi. Und jetzt dazu die große Spannung, gehört werden mit da paar Worte so. Bitte schön. Ja, ich möchte mich vielmals bedanken von mir kommen, das Essen und Getränke alles und die ganzen Eisschützen, das passt alles zusammen, das geht Zaun in Zaun. Und jeder, der was gesponsert hat, und mein Assistentin auch bedanken, dass man geholfen hat. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und den Luis auch mal bedanken fürs Holzklirren. Ja, und dass er weiter wieder mal Zeit hat, bitte. Ah, das ist gut, wenn du wieder mal Zeit hast, das taugt mir. Ja. So, ich möchte mich auch noch mal recht herzlich bedanken, dass bei meiner Feier zu meinem 30er so viel gekommen sind. Danke fürs Geschenk, was die Biene und Onkel Bernhard organisiert haben. Verrat ist es schon, ja. Und danke nochmal für alles, gell? Und nächstes Jahr werden wir wieder freundlich weiter. Und eine Brezen kann man bestimmt wieder mal. Bravo! Danke an den Fernpreisler für die Getränke. Bravo! Jetzt möchte ich den Bruno links von der Eisbahn, also alles was mit der Eisbahn zu tun hat, ein paar Bütteln und nachher ins kriminelle Iber, wo es das ist. Der Herr Gostrot möchte ein paar Worte sprechen. Das ist das, was du immer tust, immer zu viel reden, bevor es mich. Ferner, du warst halt übertrieben, aber. Ja, was hilft dir? Ist da nichts falsch gesagt? Ich liebe es noch diese lässigen Reden, die wir alle gehabt haben. Nur ganz kurz das zusammenzufassen. Zum einen zuerst einmal, Bruno, deine Fähigkeiten lässig, du hast so viele Sachen am Punkt getroffen. Da kann schon beinahe bei der Menge an euphorischen Eisschützen gar nicht mehr jeden erwischen. Aber so ein Teidel hat wenigstens seine Fett hochgekriegt und der weiß auch, wie die andere Nächte aus. Leute, nur ganz kurz, und das jetzt ohne Spaß. Das, was wir da in Schädel jetzt aufgebaut haben, traue ich mich sagen, sucht seinesgleichen im Bezirk. Und das ist so eine lässige Runde. Und das hat so viel an Freundschaft,
ich bin überzeugt, wo schon viele warten, wann ist endlich zwar, weil es ist ja schon über zwar. Und ich glaube, das ist etwas, wie soll ich sagen, da kann man innerlich stolz sein. Und da will ich jetzt gar keinen mehr speziell rausnehmen. Es ist einfach, wo ein Radl, wie es der Franz sagt, jetzt andere greift. Und nur so kann es funktionieren. Die Traumi Welten, die kommende Saison wird kommen und wir werden auch dort wieder unser Gaudi und unseren Spaß haben. In diesem Sinn, nochmal danke, dass ihr so euphorische Einschützen die letzte Saison wart. Und wie gesagt, nehmen wir das als Keim für die kommende. Ich bin überzeugt, Bernhard, mit dir werden wir dich ein bisschen kürzer halten. Also wenn ich jetzt die Bilder und das Video bringe, dann ist halt da schon ein bisschen was vorgegriffen, was du bringst da. Ich weiß auch nicht, wie man deren. Das war ja gut, das war eine kleine Einleitung für die Gerichtsverhandlung. Aha, ist gut, okay. Also hier können wir auf die Punkte zugreifen. Wo ist der Recht? So wie mich. Okay. So, hier, ich halt. Dann werde ich was vortragen.